Man muss seine Religion sichtbar erleben dürfen. Und das ist das Grund, warum wir Moscheen bauen. Sie argumentieren mit leeren Argumenten. Ihr müsst da zuerst arbeiten. In euren eigenen Ländern müsst ihr arbeiten. Das damit Frauen nicht missbraucht werden, damit Frauen nicht geschändet werden und. Da müsst ihr dran arbeiten. Meine Gemeinde zum Beispiel, lehnt Gewalt im Namen der Religion ab. Ein Freitagnachmittag am Rande von Erfurt. Jede Woche trifft sich die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde in einem Plattenbau zum Freitagsgebet. In die Wohnung von Familie Malik sind heute 7 Mitglieder der kleinen Gemeinschaft in Thüringen gekommen. Mohammed Malik ist der Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde. Er will in Erfurt eine Moschee mit Kuppel und Minarett bauen. Wir haben keine andere Wahl, deswegen beten wir seit fast 20 Jahren in unserem Wohnzimmer. Wir haben lange Zeit nach Räumlichkeiten gesucht. Vermietung wurde immer abgelehnt, weil die vielen Mieter keine Muslime in ihre Räume haben wollten, weil sie Ängste hatten. Uns fehlt es halt einfach, dass wir unsere Religion sichtbar, aber auch würdevoll verrichten können. Die Ahmadiyya-Gemeinde ist eine islamische Minderheit aus Pakistan. Das Oberhaupt, der Kalif, wird auf Lebenszeit gewählt. Wie bei anderen konservativen Muslimen herrscht auch bei den Ahmadis Geschlechtertrennung. Die Frauen der Gemeinde beten getrennt im Kinderzimmer. Gepredigt wird auf Deutsch und in der Heimatsprache Urdu. Dass diejenigen, die mehrere Frauen heiraten, um ihre Triebe zu befriedigen, sind vom Kern des Islam weit entfernt. Wegen ihrer abweichenden Auslegung des Islams wird die Gemeinde in großen Teilen der muslimischen Welt nicht anerkannt und sogar verfolgt. Mein Vater musste in den 90er Jahren aus Pakistan aufgrund religiöser Verfolgung flüchten. Und es hat dann 10 Jahre gedauert, bis dieser Familiennachzug vollzogen werden könnte. Es war wirklich alles sehr neu, sehr fremd. Aber mittlerweile ist es anders. Mittlerweile ist es meine Heimat. Meine Kinder sind jetzt hier geboren und ich fühle mich hier richtig zu Hause. Zu Hause, dazu gehört für die Ahmadiyya-Gemeinde auch eine Moschee mit Minarett und Kuppel. Über die Baugenehmigung für die Moschee soll in den kommenden Wochen entschieden werden. Im Erfurter Ortsteil Marbach ist unter den Einwohnern genau darüber ein heftiger Streit entbrannt. Ortstermin mit Mohammed Malik. Auf dem geplanten Gelände der Moschee erklärt er das Bauvorhaben der Öffentlichkeit. Finanziert wird die Moschee durch Spenden der Gemeindemitglieder. Also so ungefähr würde diese Moschee aussehen. 2 Gebetsräume mit 60 Quadratmeter. Diese Gebäude hat etwa 7,30 Meter Höhe, also mit Dom. 4,30 Meter das Gebäude, 3 Meter nochmal diese Dom und Minarett. Ist eine Sir-Minarett. Da wird keine Mossin, der draufsteigen und Asan aufrufen, sondern dieser Gebetaufruf findet im Gebäude statt. Die rot-rot-grüne Landesregierung unterstützt das Bauvorhaben. Die notwendige Bauvoranfrage wird gerade bearbeitet. Ich freue mich auch wirklich sehr darüber, dass es so weit gekommen ist, dass wir Bauvoranfrage positiv bekommen haben, dass wir ein schönes Grundstück haben. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass eines Tages auch wir hier unser Ziel erreichen werden, dass wir so eine schöne Moschee auch bauen können. Ende 2017 sollen die Baumaßnahmen beginnen, wenn alles nach Plan läuft. Denn in dem sonst ruhigen Marbach haben sich die Moscheegegner bereits formiert. Und das, obwohl Religion hier kaum eine Rolle spielt. Nur 20% der Erfurter sind Christen.
Muslime machen knapp 1% der Bevölkerung aus. Patrick Aue ist Marbacher und hat die Initiative Bürger für ein friedliches Marbach gegründet. Er gehört zu den Kritikern. Also Marbach ist für mich zur Heimat geworden. Wie gesagt, das ist richtig, ich bin vor 10 Jahren zugezogen, wurden hier sehr offen aufgenommen. Und man könnte sagen, Marbach ist so ein Kleinod. Ja, also im Gegensatz zur Stadt ist das ja hier wirklich eine ruhige Lage. Man könnte sagen, ein ruhiges Fleckchen Erde. Ja. Patrick Aue hat eine Petition für mehr Bürgerbeteiligung bei dem geplanten Moscheebau eingereicht. Der Jurist will das geltende Baurecht ändern und so die Moschee verhindern. Sicherheitsaspekte und religiöse bzw. kulturelle Konflikte sollen bei der Genehmigung mit berücksichtigt werden. Es geht ganz einfach um die Frage, muss es wirklich eine Minarett und ein Kuppel sein? Also viele Marbacher, ich gehöre dem auch an, ja, die sagen ein Gebetshaus. Ein Gebetshaus, da kann auch gerne eine Moschee dran stehen, aber warum soll da ein Minarett und eine Kuppel sein, wenn andere das auch nicht brauchen? Es muss ich hier die Frage stellen, juristisch geht es um Religionsfreiheit? Also ich gewähre den Platz, den Raum, das Haus, oder geht es hier um Symbole, ja, die errichtet werden sollen? Darüber hinaus geht es für viele um eine grundsätzliche Frage. Gehört der Islam überhaupt nach Erfurt? Die Mehrheit der Bürger von Marbach fühlt sich ungehört von der Politik. Nicht beteiligt. Ja, also das heißt, wir durften unsere Meinung nicht sagen. In dem Moment, wo wir unsere Meinung geäußert haben, wurden wir als Wutbürger hingestellt und als Nationalsozialisten bezeichnet. Politische Unterstützung findet Patrick Aue bei der AfD. Die AfD war eine der wenigen Parteien, die uns unterstützt haben als Bürger. Ohne die AfD würde es auch diese Petition nicht geben. Ja, weil so eine Petition muss im Petitionsausschuss abgestimmt werden, dass die zugelassen wird. Das hätten wir nicht, wenn es die AfD nicht gäbe. In Erfurt will die AfD den Moscheebau verhindern. Kreuz gegen Minarett. Vor allem AfD-Landeschef Björn Höcke macht mit dem Slogan AfD Nein zur Moschee gegen den Moscheebau mobil. Auf diversen Veranstaltungen wirbt die AfD für die Online-Petition von Patrick Aue und forciert so eine Anhörung im Landtag. Mit Erfolg. Plötzlich droht eine Grundsatzentscheidung, den Moscheebau zu kippen. Auf der Thüringen-Ausstellung in Erfurt betreibt Corinna Herold, die religionspolitische Sprecherin der AfD, Wahlkampf. Sie unterstützt die Moscheebaugegner in Marbach und zeichnet eine düstere Vision für Erfurt. Eine europäische Frau hat im Schnitt 1,3 bis 1,5 Kinder. Frauen aus ihrer Gemeinde haben in der Regel 2, 3, 4 Kinder. Die Entwicklung ist also, wenn sie so weiter verlaufen würde, was auch spekulativ ist, die Entwicklung ist also absehbar. Eines Tages gibt es hier mehr Muslime oder Angehörige der Ahmadiyya. Wenn ihre Pläne nach Weltmission aufgehen, dann ist die Mehrheit irgendwann da, dass sie einem Kalifen in London ewige Treue schwören müssen und strikten Gehorsam. Dann ist das Grundgesetz praktisch auf dem Weg übers Wochenbett ausgehebelt. Der Verfassungsschutz schätzt das anders ein und sieht in der Gemeinde keine Bedrohung, attestiert sogar Integrationswillen. Mit Broschüren zum Islam will Herold eine interessierte Besucherin überzeugen. Hier in Erfurt ist ja zum Beispiel diese kleine Gemeinde, diese Ahmadiyya, das sind 70 Leute. Die wollen hier eine Moschee bauen. Und die sprechen dezidiert nicht von der Gleichberechtigung der Männer und Frauen, sondern von der Gleichwertigkeit. Und Gleichwertigkeit heißt, dass die Frauen zwar so grundsätzlich so ein bisschen gleich sind, aber eben nicht in allen Rechten gleich wie ein Mann. Und das kritisieren wir eben und sagen, das ist ein bisschen zu viel Religion. Die Rolle der Frau im Islam. Für Corinna Herold ein Argument gegen den Moscheebau in Erfurt. Aber wie steht die Ahmadiyya-Gemeinde zur Gleichberechtigung von Mann und Frau? An einem Infostand am Erfurter Anger erklärt Malik die Rollenverteilung bei der Ahmadiyya. Traditionell, aber die Frauen sind gebildet und berufstätig. So mit Gleichberechtigung heißt, dass die Männer und Frauen gleich behandelt werden. Man darf nicht Frauen anders behandeln als Männer. Wir kennen das aus den patriarchalischen Familienverhältnissen, dass dort immer wieder Frau unterdrückt wird. Aber Islam lehnt das ab.
Und das ist auch ein gesellschaftliches Problem und kein religiöses. Und das wird meistens vermischt. Maliks Ehefrau hat bis zur Geburt der Kinder als Erzieherin gearbeitet. Seine Schwester studiert auf Lehramt. Einen Teil der Erfurter scheint Malik mit diesen Argumenten trotzdem nicht überzeugen zu können. Wenig später droht eine Diskussion sogar zu eskalieren. Das ist gut, das ist sehr gut. Kommt das im Fernsehen? Das kommt auch im Fernsehen. Schön. Das kommt auch im Fernsehen. Ihr, ja? Moment, Moment, Moment. Hab versucht, meine Tochter zu vergewaltigen. Ich? Ihr. Wer? Eure Landsleute. Wer? Bitte zeigt das im Fernsehen. Wer bitte. Bin ich? Nein, weiß ich nicht. Ich sehe nur Muslime Nein. für Frieden. Ja, und was hat damit ihr zu tun? Euer Glauben ist so radikal, maßlos radikal, okay. Ihr könnt euch das gar nicht selber vorstellen. Meine Glaube erkenne ich in ihren Vorwürfen nicht wieder. Warum dürfen Frauen kein Auto fahren in den strengen muslimischen Ländern? Warum werden Frauen die Schamlippen abgeschnitten in Afrika, im Sudan? Das ist eine kulturelle Sache. Steht überhaupt nicht im Islam. Wo steht das? Ja, warum machen die Leute das? Das warum? Ist einfach, das, weil das einfach eine kulturelle Ausübung ist. Ja? Hat doch im Islam nichts zu tun. Das ihr müsst da zuerst arbeiten. In okay. euren eigenen oh, Ländern müsst ihr arbeiten. Das richtig, das damit wir. Frauen nicht missbraucht das, werden, damit ja. Frauen nicht das, geschändet werden und. Das da müsst ihr dran arbeiten. Nicht in Deutschland. Ihr müsst in euren Ländern arbeiten. Das kritisieren wir ja. Nein, das kritisieren wir ja. In euren Ländern müsst ihr arbeiten, nicht woanders. Das ist mein Deutschland ist mein Land. Ja, ihr müsst nicht durch Deutschland Nein, laufen. Moment. Wir sind gut, Deutschland, Deutschland ist mein Land. Mit meiner Religion hat das nichts zu tun. Ihr macht euch lächerlich. Entschuldige bitte, ihr macht euch lächerlich. Lächerlich, wirklich. Sie argumentieren mit leeren Argumenten. Aber warum wollt ihr diese radikale Rassismus, diese radikale Terrorismus das ist machen eine, das, Moment. Wenn heute jemand Islam geschadet hat, dann sind die Muslime selbst. Weil sie von ihrer Glaube sich entfremdet haben. Weil sie einfach sozusagen ihr Glaube vergessen haben und nicht ausüben, was im Koran steht. Ich, meine Gemeinde zum Beispiel, lehnt Gewalt im Namen der Religion ab. Seit der Debatte um den Moscheebau muss sich Malik als Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde immer häufiger für seine Religion rechtfertigen. Natürlich wird es im Namen der Islam sehr viel Gewalt ausgeübt. Wir müssen Gewalt, Terrorismus mit islamischer Theologie selbst widerlegen, weil Lösungen dafür gibt es schon im Koran. Und die Lösung ist, dass man den Koran und den Islam richtig versteht. Ein paar Tage später. Mohammed Malik auf dem Weg zum Thüringer Landtag. Dort soll die Petition der Moscheebaukritiker debattiert werden. Ein entscheidender Moment im monatelangen Kampf um die Moschee. Der hinterlässt Spuren. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Also man muss schon sehr viel Zeit opfern. Also ich sehe auch manchmal meine Kinder tagelang nicht. Und ich versuche dann mein Bestes, dass ich auch die Verantwortung, die ich gegenüber meiner Familie habe, nachkomme. Nicht nur das. Malik wird seit Wochen bedroht, findet im Internet immer wieder Hasskommentare und Aufrufe zur Gewalt gegen ihn und wurde sogar körperlich angegriffen. Er erhielt SMS, in denen er aufgefordert wurde, das Land zu verlassen. Absender unbekannt. Solche SMS habe ich dann eine Zeit lang bekommen. Ja, ich habe mir natürlich Sorgen gemacht um meine Kinder und meine Familie, weil ich wusste nicht, wer das ist. Im Landtag will Malik der Diskussion des Petitionsausschusses folgen. Über 1.500 Menschen haben die Petition online unterzeichnet. Mehr als 3.700 Unterschriften liegen schriftlich vor. Auch hier wird Mohammed Malik beleidigt. Trotz der Anfeindungen will er sich am Rande der Veranstaltung seinen Gegnern stellen. Mitreden darf er nicht, aber zumindest dabei sein. Es sind sehr viele Menschen hier anwesend, die gegen Moscheebau sind. Das habe ich auch beim Anmeldung schon erlebt. Also ich kann die Situation momentan nicht einschätzen. Ich erwarte hier von den anwesenden Bürgern Gegenwind, aber von Politikern erwarte ich einen sehr hohen Zuspruch. Es ist nicht gestartet von der Tribüne aus, Beifallsbekundung oder Missfallsäußerung nach unten zu schicken. Sprechen darf an diesem Tag Patrick Aue, um die Hintergründe seiner Petition im politischen Kreis zu erläutern.
Die Aussichten auf einen Erfolg sind gering. Er will mit dem Auftritt aber vor allem ein öffentliches Zeichen setzen. Corinna Herold von der AfD unterstützt ihn. Sie ist gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende im Petitionsausschuss. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur 29. Sitzung des Petitionsausschusses. 17 Uhr. Auftritt für Patrick Aue. Viele Marbacher haben schlichtweg Angst, wenn die Ahmadiyya-Gemeinde eine Moschee in Marbach baut, dass genau diese Konflikte nach Marbach geholt werden. Die Religionsgemeinschaft Ahmadiyya hat den Status einer Sekte, die mit Regeln operiert, welche dem rechtsstaatlichen Rahmen der Bundesrepublik Deutschland eindeutig zuwiderlaufen. Diese Fakten machen ganz einfach Angst. Solche Fakten sind wir nicht gewohnt in Marbach. Wir sind eine kleine ländliche Gemeinde. Ja, und sowas verunsichert natürlich die Bürger. Fakt ist, vom Verfassungsschutz wird die Gemeinde als weder extremistisch noch gewalttätig eingestuft. In Deutschland ist die Ahmadiyya-Gemeinde eine eingetragene Körperschaft öffentlichen Rechts, also den christlichen Kirchen gleichgestellt. Drei Stunden später tagt der Ausschuss noch immer. Sicherheitsrisiken, fehlende Rechtsstaatlichkeit. Scheinbar rationale Argumente gegen diffuse Ängste. Mohammed Malik fehlt dafür das Verständnis. Einerseits möchten sie Bau verhindern und wenn man dann dagegen argumentiert, plötzlich möchten sie nicht den Bau verhindern, sondern es geht um die Sicherheitsaspekte. Und wir sind ja seit 100 Jahren in Deutschland ansässig. Also nie, aber nie in der Geschichte der Gemeinde ging jemals Gewalt oder Sicherheitsbedenken aus. Die Diskussion dauert bis spät in den Abend. Eine Entscheidung zur Petition soll erst in den nächsten Monaten fallen. Der Streit um den Moscheebau beschäftigt auch die evangelische Kirchengemeinde in Marbach. Von den über 4000 Marbachern gehört nur ein Sechstel zu der Gemeinde von Pfarrer Riklef Münich. Marbach ist im Augenblick sehr aufgeregt und sehr pro und contra Bau einer Moschee hier gespalten. Viele meinen, da müssen wir was tun, das müssen wir verhindern und so. Ich glaube, dass unser Schicksal von diesem Ort, der schon 800 Jahre besteht, so lang wie die Kirche, von dieser Moschee nicht gefährdet wird. Den Pfarrer ärgert es, dass viele Marbacher schweigen, aus Angst in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Beim heutigen Konfirmandenunterricht soll offen diskutiert werden. Gehört der Islam zu Deutschland? Es war ja zugespitzt auf die Frage, gehört eine Moschee zu Marbach? Es gehören ja nicht nur Christen zu Deutschland, sondern auch andere Religionen. Was würdest du denn zum Beispiel sagen? Ich würde sagen, dass der Islam halt schon zu Deutschland gehört, weil es gibt halt auch ziemlich viele Moslems in Deutschland. Es waren ja einige, die gesagt haben, nee, die sollten eigentlich lieber nicht bauen können. Was gibt es noch für Argumente dagegen? Oder kann auch gefühlsmäßig sein? Ich bin eigentlich dafür, aber ich merke halt auch, gerade so in der Klasse, dass viele Leute dagegen sind und dass dann auch dadurch halt die Unruhen entfacht werden und dass dann auch Marbach art zwiegespalten ist. Ich denke einfach vielleicht, dass die Marbacher einfach generell jetzt Angst haben, in ihre Ruhe gestört zu werden. Ich meine, Marbach ist ja jetzt ein ruhiges Dorf. Hier ist nicht irgendwie so ein Brennpunkt oder so. Und die Marbacher wollen halt vielleicht auch einfach nicht, dass einer draus wird. Und ja, deswegen. Auf dem Grundstück, wo gebaut wird, leben ja Tiere, also Feldhamster unter anderem, die halt auch bedroht sind. Und wenn da halt jetzt ein größeres Gebäude gebaut wird, da werden die ja einfach so getötet. Okay, also das Argument bringt mich zum Schmunzeln mit dem Feldhamster, weil das so bemüht ist. Niemand hat dort einen Hamster gesehen. Gibt es ein besseres Argument noch als Feldhamster? Mir fiel auf, dass so richtig viele neue Argumente nicht gekommen sind. Das sind die Standardargumente, die Sie irgendwie in Medien, zu Hause, in der Klasse und so gehört haben. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sie merken selber, dass die Argumente gegen den Moscheebau, dass die nicht so wirklich tragen. Ja. Gespräch, nicht Konfrontation. Darum geht es Pfarrer Münich. Am Ende fassen die Konfirmanden den Entschluss, Mohammed Malik und die Ahmadiyya-Gemeinde zu sich einzuladen. Durch die Muslime bei uns oder auch durch die Atheisten oder Nichtchristen bei uns
müssen wir uns und werden wir uns von selber klarer werden über das, was sind wir eigentlich? Welche Rolle spielen wir in der Gesellschaft? Was wollen wir zeigen? Was wollen wir darstellen? Also das insofern überwiegt für mich auf jeden Fall das Positive. Unsere eigene Identität stärkt sich in der Begegnung mit dem anderen. Für Pfarrer Münnich ist die Spaltung der Gemeinde ein Problem, das nicht erst mit der geplanten Moschee, sondern bereits seit der Wende existiert. Plötzlich war all das, was sie miteinander gemacht haben, nichts mehr wert. Plötzlich galten auch diese Freundschaften und die Solidarität, auf die man so viel gegeben hat, gar nichts mehr. Vielleicht zeigt uns die Ahmadiyya durch ihren Antrag, hier eine Moschee bauen zu wollen, welche Spaltungen, welche Sorgen, welche Probleme sowieso da sind. Gottesdienst in Marbach. Auch hier ist der Moscheebau vorherrschendes Thema. Ja, liebe Gemeinde, das Wort und die Worte. Die Fernseh- und Radiostationen, die leben davon, dass sie den ganzen Tag Worte machen. Unsere Politiker leben davon, dass sie viele Worte machen. Wer nicht ständig redet, wer nicht ständig im Fernsehen präsent ist, der wird nachher nicht gewählt. Was uns hier seit einem halben Jahr beschäftigt, diese Aufgeregtheit um diesen Moscheebau, es ist auch eigentlich etwas, was sich immer mehr hochschaukelt, in dem Für und Wider und so. Und fast jede Woche werde ich gefragt, ist denn jetzt schon eine neue Entscheidung da? Gibt es jetzt schon was Neues zu sagen? Vielleicht einfach auch ein Stück Gelassenheit. Und wir werden ja getragen von Gottes Wort. Ein Appell an die Gelassenheit. Aber wird er in diesen aufgeregten Zeiten gehört? Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenige Tage später in Marbach. Patrick Aue hat am Abend der Anhörung per SMS ein Friedensangebot an Malik geschickt. Wie sich herausstellt, von derselben Nummer, von der Malik zuvor feindselige Nachrichten erhalten hat. Der Jurist Aue rechtfertigt sich. Naja, was mich gestört hatte, war, dass Herr Malik halt immer betont hat, wie friedlich doch der Islam ist und dass es eine ganz friedliche Religion ist. Und dann kam halt dieser Amoklauf oder Anschlag von München, dass mal Emotionen hochkochen und dass dann mal SMS geschrieben werden, ist schade. Aber bei diesen SMS habe ich mich innerhalb des Grundgesetzes bewegt. Ja, also. Eine Fehlinformation. Der Amoklauf von München war kein islamistischer Anschlag, sondern war rassistisch motiviert. Die Online-Petition von Patrick Aue konnte die geforderte Gesetzesänderung im Baurecht bislang nicht durchsetzen. Wenn ich an dieser Moschee dann vorbeifahren werde, wird mich die daran erinnern. Ich würde mich ganz einfach jeden Tag daran erinnern, dass man als Bürger nicht hinreichend in der Sache gehört wurde. Patrick Aue fordert weiterhin ein Einlenken der Ahmadiyya-Gemeinde. Man könnte auf Kuppel und Minarett verzichten. Was würde denn das fehlende Minarett und die fehlende Kuppel ändern? Gar nichts. Aber man würde zumindest signalisieren von Seiten der Ahmadiyya-Gemeinde, dass das vielleicht doch falsche Aussagen sind und dass man einen Konsens mit der Bevölkerung hier finden möchte. Das würde es zeigen. Die Ahmadiyya-Gemeinde besteht auf ihrem Recht und hält an Kuppel und Minarett fest. Vororttermin in Gießen. Mohammed Malik besucht eine andere Ahmadiyya-Gemeinde. Hier wird gerade eine Moschee gebaut, mitten im Wohngebiet, ganz ohne Proteste und Rechtfertigungen. Es ist schwierig für uns als Muslime, dass wir uns immer rechtfertigen müssen. Wenn es heißt, dass wir dass die Frauen Kopftücher abtragen, ja? Oder dass die Muslime anfangen, Schweinefleisch zu essen, weil im Land das so ist, dann ist es keine Integration. Sondern Integration ist es erst, wenn ich mich in der Gesellschaft anpasse, wenn ich die Sprache lerne, wenn ich eine positive Rolle in einer Gesellschaft spiele und Gesellschaft mitgestalte. Dann beginnt auch für mich die Integration.
Der Architekt der Erfurter Moschee ist auch in Gießen verantwortlich. Gemeinsam mit dem Bauleiter teilt man Erfahrungen. Da sind die Schalen, siehst du? Okay. Das ist eigene Produktion, ja. Die haben wir selbst hergestellt. Ja. Also praktisch diese Kuppel, das ist eine Stahlbetonkuppel. Mhm. Also wir haben auch so bei anderen Projekten Kuppel, also aus, einfach aus Blech sozusagen. Und man sieht dann aber von Innenraum kein auf dem Dach in Berlin oder so. Nee. Ja. Hauptsache ist, dass das so, man sieht, das ist ein Sakralgebäude. Mhm. Ja. Das ist praktisch eine Attrappe. Man sieht, das ist eine Moschee, aber man hat also nicht von unten so diesen Blick, dass man. Und wie hoch sind die Minarette hier? Das waren 12 Meter. 12 Meter. Okay. Die werden also jetzt nicht in einem Stück gemacht, also praktisch abschnittsweise 3 Meter und dann so weiter. Weil also das muss erstmal danach also mit vollem Beton reingepumpt und in einem Stück wäre zu viel. Das geht gar nicht. Arbeitstechnisch geht nicht. Halt. Die Moschee in Erfurt wird deutlich kleiner. Ein einstöckiger Fertigbau, der nur wenige Monate Bauzeit benötigt. Das sind 6000 Quadratmeter, ne? Das ist 6-mal größer als hier. Ich kann mir so ein Bild machen, was auf mich zukommen wird als Vertreter dort in der Gemeinde und ich werde ja auch in Zukunft dann mit den Bauleitungen auch viel zu tun haben. Während Mohammed Malik den Bau weiter vorantreibt, eskaliert die Situation in Marbach erneut. Die Initiative Bürger für Erfurt soll zusammen mit weiteren Unterstützern Kreuze neben dem Moscheebaugelände aufgestellt haben. AfD-Politikerin Corinna Herold will sich vor Ort ein Bild machen. Sie unterstützt die Aktion. Es hat das Zeug zum Kulturkampf, ja. Aber nicht so sehr Kreuz gegen Minarett, sondern abendländisch-christlich determinierte, auch aufgeklärte Gesellschaft gegen ein doch unseren Wertvorstellungen zuwiderlaufendes Regelwerk. Die Aktion der Marbacher Bürger wurde von dem neurechten Verein 1% finanziert, sowie von Rechtsextremen aus Halle unterstützt. Kein Grund für Corinna Herold, sich von der Aktion zu distanzieren. Schon beeindruckende Leistung. Ja. Und es ist zumindest erstmal eine Positionsbestimmung. Das Kreuz als Zeichen des politischen Protests. Die Kirche verurteilt die Aktion und spricht vom Missbrauch religiöser Symbole. Wir sehen eben nicht nur einfach so diese plumpe Konfrontation zwischen Kreuz und Minarett, sondern wir sehen eben unsere Geschichte, unsere Werte, die Gesetze, die daraus entstanden sind. Christentum bedeutet ja auch gerade in Europa nicht einfach nur eine Kirche, eine Gemeinde, Gebet und Gesang, sondern das heißt ja auch Kultur, Tradition, Rechtsetzung. Die AfD-Politikerin hat eine konkrete Vorstellung von der Rolle des Islams in Deutschland. Inwieweit gehört der Islam zu Deutschland? Als Privatangelegenheit. Strikt als Privatangelegenheit. So wie wir gelernt haben, Religion überwiegend als Privatangelegenheit zu praktizieren, so muss er das auch akzeptieren und keine öffentlichen Forderungen stellen. Erfurt-Marbach ist gespalten durch die Frage, wie sichtbar dürfen die Ahmadiyya sein? Gießen hat darauf eine Antwort. Die Kuppel der Moschee wird montiert. Auch Malik hat von den Protestkreuzen in Marbach erfahren. Ein religiöses Symbol an sich ist keine Provokation für uns, sondern mir macht die Debatte drumherum viel Sorge, weil dieses Kreuz wird für antimuslimische Ressentiment ausgenutzt. Die Debatte um den Moscheebau in Erfurt-Marbach ist zum Spielball politischer Kräfte geworden. Trotz Widerständen in der Erfurter Bevölkerung sehen sich die Ahmadiyya durch das geltende Baurecht geschützt. Die Gemeinde hält an ihrem Vorhaben fest. Der Bauantrag für die Moschee in Erfurt ist ausgearbeitet und wird in den nächsten Tagen eingereicht. Man kann nicht in den Hinterhöfen bleiben. Man muss seine Religion sichtbar erleben dürfen. Ja? Und das ist das Grund, warum wir Moscheen bauen. Damit ein Gebäude als Moschee erkennbar ist, gehört einfach ein Kuppel und Minarett dazu. Kreuz gegen Minarett. Der Kulturkampf in Erfurt ist noch lange nicht entschieden.